alle Monarchs-Fans und herzlich willkommen zur ersten Folge von Monarchs TV. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wollen wir dieses Jahr Monarchs TV zurück ins Leben rufen. Inhalte werden Spielzusammenfassungen und Interviewrunden sein. Heute beginnen wir mit dem Spiel gegen die Kilbatic Hurricanes und dem Auswärtsspiel gegen die Berlin Rebels. Außerdem werden wir unser Headcoach Ulz Däuber und unsere Nummer 43 Daniel Stechbart eure Fragen beantworten. Und damit geht's jetzt los. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an, die geht an dich, Ulz. Nach den ersten Spielen, wie ist es, ein Monarch zu sein, so nach den ganzen Jahren in den USA? Ist gut, sehr gut. Also ich habe mir das ja ausgesucht, wo ich hingehe und aus einem gewissen Grund. Und es hat sich genau das bestätigt, warum meine Familie nicht hierher gezogen sind. Macht nämlich viel Spaß. Die Fans sind geil, die Stimmung ist geil, das Team ist gut. Das Team spricht auch auf das an, was ich bringe. Ein bisschen Veränderung, hier gab es ja schon viel Gutes, aber ein bisschen Veränderung. Und im Stadion, das ist einfach, die Stimmung ist Weltklasse. Und insofern ist es anders als in den USA. In den USA hatte man noch mehr Zeit mit den Spielern zu verbringen. Das hat man hier nicht. Hier ist es mehr condensed. Aber da muss man sich halt mit zurechtfinden. Das ist auch okay. Wie schätzt du unser doch recht junges Team ein, gerade auch im Vergleich zu anderen Teams? Das hat sich gezeigt. Am Anfang der Saison hat sie auf jeden Fall gezeigt, dass wir, wie du schon gesagt hast, ein junges Team sind. Wir haben einige erfahrene Leute da, zum Beispiel wie Daniel. Wir haben auch die Internationals mit reingebracht, die viel Erfahrung haben. Merkt, dass die keine Erfahrung in Deutschland haben. Die wissen noch nicht, wie man die Teams so einschätzen soll. Am Anfang ging es ziemlich schnell, dass die alle zusammengefunden haben und reingefunden haben. Dann kam das Vorbereitungsspiel, das war ja easy. Dann kamen die zwei Potsdam-Spiele. Und da hat man gemerkt, dass noch so ein paar Abstimmungsfehler da sind. Dann sind wir nach Hamburg gefahren, da auf einmal ging alles ziemlich easy und so. Kiel war jeder heiß drauf, das ist ja sowieso klar, im Riesenstadion zu spielen. Das war für mich ja auch cool, weil ich hab schon gesehen, letztes Jahr habe ich mir das Spiel im Livestream angeschaut, aber ich habe halt die ganze Atmosphäre noch nicht mitgemacht und da war jeder heiß, das war ganz klar. Und da hat man auch gesehen, was wir leisten können. Natürlich gab es anfangs ein paar Fehler, aber das ist, glaube ich, auch normal, wenn wir vor so einer Kulisse spielen. Und da zeigt sich schon, dass wir noch nicht das abgeklärte Team sind, das schon jahrelang in so großen Spielen, also ich meine jetzt nicht große Spiele mit im großen Stadion, sondern so große Spiele wie zum Beispiel Halbfinale, Finale oder sonst irgendwie was drin sind. Das haben ein paar mitgemacht und das ist noch nicht so ganz so übergesprungen, was das bedeutet. Und ich glaube, das war dann sicher auch das Problem, nach so einer Riesenkulisse dann nach Berlin zu fahren, wo einfach gar nichts los war und wo wir lautere Fans hatten als unser Gegner. Dann sind wir hingekommen, wir riding high 4-0, das wird schon alles hinhauen. Und ich glaube, vor allem die jungen Leute und die jungen Spieler und die Internationals haben noch nicht ganz gewusst, was es bedeutet, gegen die Rebels zu spielen. Okay, du hast ja selber schon angedeutet, es gibt Baustellen im Team. Mhm. Was ist deiner Meinung nach die größte Baustelle in der Defense? In der Defense ist, dass wir kriegen noch nicht konstant genug Pressure auf den Quarterback. Das ist noch ein Problem. Ich glaube, ein paar Leute, AJ hat dann auch wieder probiert, dass er zu viel macht für andere mit und dass er zu viel denkt für andere mit und sowas. Und das ist sicher noch ein kleines Problem. Wenn wir das rauskriegen, dass wir ein bisschen mehr Pressure von der D-Line und so kriegen, dann ist das sicher gut. Defensive Backfield. Und durch die Verletzungen von Tim und von Martin Jakob, das ist natürlich was, wo wir Leute ersetzen müssen. Da ist aber das Motto für uns schon die ganze Zeit Next Man In, müssen wir halt ersetzen. Und ja. wenn wir das hinkriegen, dass Leon und Bob sind da eben dabei gerade, dass die mehr Selbstvertrauen kriegen, dann wird das schon ganz gut hinhauen, glaube ich. Das klingt doch gut. Daniel, kommen wir zu deiner ersten Frage. Ja, gerne. Wie ist so dein typischer Tagesablauf? Also wie kriegst du Familie, Arbeit und natürlich auch Training mit unter einen Hut? Ja, das ist natürlich gerade, du hast es gesagt, mit Familie und Kids Job und Beruf ziemlich schwierig. Sagen wir mal so, die Nächte sind ziemlich kurz. Also das ist halt so der meiste, man will halt versuchen, schon primär für die Familie da zu sein und da auch Zeit zu verbringen, gerade wenn man kleine Kinder hat, die aufwachsen, dann will man da nichts verpassen. Trotzdem aber
auf dem Leistungslevel, wo wir spielen, noch mitspielen können. Und von daher ist der Tagesablauf grundsätzlich so, dass früh aufstehen, Kinder fertig machen, Kinder in den Kindergarten bringen, Arbeit. Sagen wir mal, an Trainingstagen gibt es dann nochmal einen kurzen Übergang zu Hause, wo wir ein bisschen Zeit haben, die Kinder fertig zu machen, mit den Kindern noch kurz was zu essen. Und dann geht es zum Training und genau, und abends dann meistens noch ein bisschen Huddle im Bett nach dem Training. Und irgendwann kriegt man dann so die Hand von der Seite, willst du nicht mal langsam ausmachen, ist um eins. Denkst du, ja, okay, sollte man doch. Ne? Und von daher, genau, wird dann, wenn man die Zeit im Tag irgendwie verbringt, die Nacht so ein bisschen eingekürzt. Du läufst dieses Jahr als einer der festen Kapitäne auf. Mhm. Bringt das gerade jetzt bei dieser recht jungen Mannschaft irgendwelche besonderen Verantwortungen oder Aufgaben mit sich? Na, ich habe für mich so ein bisschen gesagt, gerade was so den Spielbetrieb und das, sag ich mal, das junge Gemüt betrifft, habe ich mir so ein bisschen die Aufgabe genommen, so ein bisschen die Emotionen versuchen zu kontrollieren im Team, gerade wenn wir Spiele haben, wie zum Beispiel gegen die Rebels, die ein bisschen schlechter laufen, dass man dann da selber so ein bisschen die Emotionen runterholt, um einfach wieder den Fokus aufs Spiel zu kriegen. Gibt es dann manchmal Emotionen, gibt es manchmal Situationen, wo ein Veteran, wo ein International Player ein bisschen überkocht, und das bringt uns nichts, wenn wir da Emotionen oder sagen wir mal überemotional gesteuerte Spieler auf dem Feld haben, die halt den Fokus fürs nächste Play verlieren. Das ist so ein bisschen das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ja. Du hast dich vor der Saison als grauer Wolf bezeichnet. Woher kommt das? Das kommt daher, dass ich letztes Jahr schon der älteste Spieler im Team war. Und das ändert sich natürlich über die Zeit nicht. Und grundsätzlich war ja, sag ich mal, der Plan letztes Jahr schon mit dem Football aufzuhören, weil es einfach irgendwann zeitlich ein bisschen anstrengend wird. Und habe jetzt aber auf jeden Fall noch ein Jahr rangehangen, einfach auch wegen dem Trainerwechsel. Ich wollte einfach mal gucken, wie es ist, weil ich kannte ja bisher, ich habe unter John Leighton angefangen, hier bei den Dresden Monarchs zu spielen, kannte dementsprechend nichts anderes auf GFL-Niveau, und es hat mich sehr interessiert und bereue es bis jetzt auch nicht. Also ich habe so viel noch gelernt unter Coach Ulz, unter seiner Defense, unter dem System, was mich einfach jetzt noch viel, viel weitergebracht hat. Und ja, der graue Wolf kommt durchs Alter und so ein bisschen der letzte alte Sack, der da noch auf dem Feld rumrennt. Gucken, wenn ein paar Veterans noch wieder zurückkommen. Paul ist ja jetzt noch verletzt gewesen vom letzten Jahr. Ein paar alte Gesichter noch wieder auf dem Feld. Und jetzt gibt's hier die Zusammenfassung vom Spiel gegen Kiel. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Spiel der Kiel Baltic Hurricanes hier bei den Dresden Monarchs im DDV-Stadion in Dresden. An der Rettung oder klopfen da an. Zweiter und zwei, drei Receiver links. Norwell, Ball an Nasser, aber er hat ihn noch selbst. Wirft über die Mitte vollständig zum Touchdown. Mitchell Page fängt den Pass über 23 Yards. Die ersten Punkte für die Dresden Monarchs. Was für ein Auftakt für die Monarchs. Erst macht die Defense ein Big Play. Und dann macht die Monarchs zwei Plays. Und das zweite ist seinerseits dann auch ein Big Play, nämlich ein Touchdown. Bestrafen also diesen Fehler der Canes sofort. Auch wenn es kein Pick 6 war, aber die Interception wurde halt sofort in Gold verwandelt. Und Gold passt ja zu den Monarchs. Und sie stellen sich sehr, sehr schnell jetzt wieder auf. Ja, das ist ein No-Huddle-Offense-System. So muss das ausgeführt werden. Und das ist Footman selbst, der in die Endzone kommt zum Touchdown, ein 1-Yard-Lauf. Also diesmal nutzen die Canes ihre Chance, nachdem dieser Punt von den Monarchs nicht ganz so weit war und noch in der eigenen Hälfte der Monarchs der Drive beginnen konnte. Und dann macht es halt Footman gleich selbst als Quarterback. Ein Jahr Linie. Ich glaube, der ist sogar schon innerhalb des letzten Yards. Ja, der Ball liegt nur noch mit der hinteren Spitze an der 1-Yard-Linie. Also eine Balllänge ist es vielleicht noch, wenn überhaupt. Und die soll Lenoris Footman machen. Und das macht er. Der nächste 1-Yard-Lauf. Und diesmal gehen die Hurricanes in Führung. Ja,
6 Punkte. Monarchs wieder aufgestellt. Uhr läuft bei unter 3 Minuten. Ballübergabe. Nein, nur angetäuscht. Es gibt den tiefen Pass auf Mitchell Page, der fängt. Völlig frei. Touchdown Monarchs. 50-Yard-Pass von Trenton Norvell. Er hat die Antwort gegeben. So ist es, ja. Wenn gleich man natürlich sagen muss, so richtig beweisen musste er sich nicht. Er brauchte wieder bloß 2 Spielzüge dafür. Das ist dann immer statistisch ganz schön, aber man muss halt sehen, ob er wirklich was anders gemacht hat. Man kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall war das eine super Laufroute von Mitchell Page. Wir werden es dann hoffentlich nochmal sehen. Derweil erstmal der Extrapunktversuch wieder mit Florian Finke. Was? Ja, nein, doch. Oh. Es bleibt beim First Down. Richtig. Ja. 3 Receiver rechts. Aber wie gesagt, das ist interessant. Ich hätte nicht auf Flagge vermutet, aber sei es drum. Glenn Tunga, übrigens der Running Back. Trenton Norvell geht jetzt selbst, hat da viel Platz. Kommt in Richtung Endzone, er hält den Ball vor. Das muss doch der Touchdown sein. Das ist der Touchdown. 13-Yard-Lauf von Trenton Norvell. Antwort Nummer 2. So, Tim Albrecht steht bereit für den Punt. Und als Returner bei den Monarchs Mitchell Page. So sieht's aus. Albrecht mit dem Ball, da kommt Druck, da kommt viel Druck, das ist ein freier Ball. Das wird ein Touchdown. Und das ist ein Touchdown. Blockt, punt. Ja, was ist es denn dann eigentlich? Gar kein Return-Touchdown. Wer war's? Tim Hackmann oder Hans Blam? Nein, die Elf, William James. Ich glaube, am Schluss war es James. Wir können es dann sicherlich nochmal in der Wiederholung sehen. Das Ganze hat sogar einiges an Sekunden verbraucht. Guck mal, was der mit den Händen macht und sieht, wo er mit den Füßen ist. Perfekt gemacht. Nächster Snap. Linke Seite schaut Trenton Norvell, jetzt orientiert er sich über die Mitte, wirft aber nach links, das Chris Gehner in Richtung der Endzone. Der fängt ihn zum Touchdown. 31-Yard-Pass von Trenton Norvell auf Chris Gehner. Und damit sind jetzt beide Receiver, die überhaupt jemals angespielt wurden in diesem Spiel, jeweils mit mindestens einem Touchdown dabei. Das sind halt jetzt nur 12 in etwa. Nicht mal ganz, weil er ja nicht auf die Endline treten darf. Schauen wir hin. Albrecht hat den Ball und da kriegt ihn gerade so los. Sehr gut gemacht von ihm. Page jetzt mit dem Return, setzt ihn über die linke Seite an. Schöner Block. Block. Zwei Blocks Block. Und da ist der Weg fast frei. Ein Kieler, kein Kieler. Punt Return Touchdown Mitchell Page. Im Prinzip kann man sagen mit Ansage. Denn dass der Punt nicht allzu weit gehen konnte, das war eigentlich klar. Er musste sehr hoch durchpunten, weil er eben das ganze Personal, das eigene und das der Monarchs vor der Nase hatte, der Panther. Ja, und dann war eigentlich eine Feldposition, wo Page sich seine Blocker aussuchen konnte. Über links, einer rechts. Fortman, Shotgun, daneben Chris Francis. Und der hat jetzt auch den Ball und hat viel Platz. Da haben sie ihn ganz sträflich allein gelassen. Ist das First Down, das ist Touchdown. Der Touchdown. Und den hat sich Chris Francis redlich erarbeitet. 18-Yard-Lauf zum Touchdown. Wieder angepfiffen. Nächster Snap. Wieder Tunga, schöne Lücke. Touchdown. Touchdown. 8-Yard-Lauf von Glenn Tunga. Hat man hier erstmal so gesehen, aber dann doch anders bewertet. Deswegen nehmen wir die Flagge wieder raus und wir haben einen 1. und 10 an der 14. Ja. Norvell über die Mitte. Mitchell Page fängt zum Touchdown. Das geht fast zu einfach jetzt plötzlich. Ja. 14-Yard-Pass von Trenton Norvell. Großes Spiel, große Kulisse. Du hast ja selber schon gesagt, es war dein erstes Spiel im DTV-Stadion. Ein Spiel mit einem holprigen Start, aber einem beeindruckenden Ende. Was waren deine Eindrücke vom Spiel? Na, als allererstes, was ich ganz wichtig fand, ist, dass wir Freitag schon rein konnten und Freitag schon trainiert haben. Und vor allem für die ganzen Jungs war es mal was. Aber für mich auch. Ich wollte wissen, wo sind die Kabinen, wo kommen wir raus in der Halbzeit, wo gehen wir hin, wo geht's rein, wie lange dauert das und sowas, dass man die Abläufe schon mal ein bisschen hat, dass die Leute ein bisschen runterkommen und man hat klar gesehen, sobald alle reinkommen, war das Telefon da, musste alles gefilmt werden. Das Spielfeld sah cool aus, alle wollten irgendwie nach oben kommen und das ist halt was ganz anderes. Und
Und das hat sich auch, glaube ich, positiv ausgewirkt, dass die Leute, wenn sie halt, dass die Spieler, wenn sie dann am Samstag ankamen, nicht das auch noch machen mussten. Das war gut. Und dann, als wir reinkamen, war gar nicht so viel los. Und als wir unser Warm-up gemacht haben, fand ich eigentlich, ich weiß nicht, wie du das fandest, aber waren nicht so viele Leute da. Und als wir dann vom Platz runter sind, dachte ich, naja, mal schauen, wie das so wird. Und ist schon ein bisschen lauter, aber das haut hin. Und dann war ja am Passcheck und das alles, und dann sind wir rausgekommen und dann war es auf einmal laut. Und das war gut. Und dann, ich bin an der Seite so rübergelaufen, habe geschaut, wo meine Familie ist und habe so ein paar Leute gewunken, Hallo gesagt. Das mache ich auch immer gern, weil für mich ist wichtig, dass, wenn meine Familie kommt, dass ich die auch acknowledge. Und mein Sohn ist ganz begeistert, der ist Monarchs-Fan und für den ist zum Spiel kommen das Größte. Und vorm Spiel beim Warm-up mit auf dem Feld zu sein, macht dem Spaß, hat auch ein Kumpel dabei und die machen dann Fist-Pounds mit den anderen, mit den Spielern und kennen die alle schon bei Namen und Nummern. Das ist gut. Und dann, ich glaube, als wir dann angefangen haben, war wieder so das Typische, dass wir uns nicht gar nicht richtig zugetraut haben, richtig zu dominieren. Dass wir sind ein sehr, sehr gutes Team, aber wir müssen auch nicht die Scheu haben zu sagen, hey, wir können gut spielen und wir können dominieren und wir können jedes One-on-One gewinnen. Und ich glaube, defensively haben wir auch ganz gut angefangen, offensively waren halt ein paar Turnovers da. Und ich glaube, zurzeit haben, und auch in dem Spiel, haben dann zu viele Leute drauf gewartet, bis irgendjemand mal ein Big Play macht. Und sobald mal das Big Play da war, sobald man gemerkt hat, hey, wir können da wirklich mithalten, dann ging es richtig los für alle 11. Und ich glaube, das war so das Problem bei dem holprigen Start, dass sich das nicht jeder gleich zugetraut hat. Okay. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, ihr meintet irgendwie, einige seien auch von der Kulisse so abgelenkt gewesen. War das wirklich so? Weiß ich nicht. Das musste Daniel fragen, ob du das bei jedem gesehen hast. Dass es wirklich so beeindruckend war, dass man so zwischendrin wirklich... Ich meine, das ist das zweitgrößte Football-Happening in Deutschland, also von den Zahlen her, nach dem German Bowl. Und ich glaube, für viele hat man auch gesehen, die Schiedsrichter fanden das auch gut und so. Und ich glaube, für dich, du hast es ja schon öfters gemacht, aber ich glaube vor allem, nehmen wir zum Beispiel mal Breeze, der ganz neu in der GFL ist, oder auch Tim Hagmann oder ein paar von uns. Und Jonas hat schon mal einmal dort gespielt, aber kam wieder zurück. So für die ist es nochmal anders, als wenn ich Aaron sehe oder wenn ich dich sehe. Oder selbst für Mitchell und für Trenton, die haben schon vor 80.000 Leuten gespielt, aber das ist natürlich schon eine Weile her. Und ich glaube, dann wieder reinzukommen, muss man schon mal wieder sich dran gewöhnen. Und ich glaube, das größte Problem ist dann eher, dass man nicht schwer kommunizieren kann. Wir sind es gewohnt, immer innerhalb von Sekunden oder ganz schnell ein Wort sagst du und alle wissen, was ist. Und ich schreibe was aufs Feld und weiter als 3 Meter hört mich sowieso niemand. Ne? Ich glaube, das ist eher das, dass man die Kommunikation da unterschätzt, die man da eben nicht leisten kann. Und das ist so schwer zu trainieren. Und da müssen wir sicher für nächstes Jahr einen besseren Weg finden, wie wir da schneller reinkommen. Okay. Ich denke auch, dass nur mal kurz dazu, dass man einfach, wenn man in dem Stadion noch nicht gespielt hat, was für einen Großteil des Teams der Fall war, dann ist man, klar, die Kulisse ist schon wahnsinnig und sehr überwältigend, aber die Lautstärke ist nochmal ein ganz anderer Faktor. Mhm. Wenn du auf dem Feld stehst, wenn du nicht auf dem Feld stehst und versuchst, Adjustments zu machen, das alleine schon ist schwierig. Und da ist man doch nochmal mehr überwältigt als von der Kulisse an sich. Man einfach merkt, okay, man ist auf dem Spielfeld und was man hört, sind aber nur die Fans und nicht selber, was passiert, was die Leute neben einem sprechen. Wenn irgendwelche Calls weitergegeben werden, das kriegt man schwierig mit. Das ist genau das, was Coach Holtz gesagt hat. Also das ist echt nochmal eine Stufe mehr. Wenn man das vorher nicht wusste, dass es so wird, dann ist das, glaube ich, noch echt mal so, dann braucht das eine Weile, bis man das realisiert hat. Mhm. Wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor, beziehungsweise wie bereiten denn sich auch die anderen auf so ein Spiel vor? Ich denke, grundsätzlich ist man, wie Coach Ulz am Anfang schon gesagt hat, mega gehypt, weil man das Spiel hat. Man hat ein paar Dinge, man verletzt sich und will aber trotzdem genau dieses Spiel nicht verpassen. Und das ist einfach, für mich Vorbereitung war eigentlich eher auf den Gegner. Ich habe mich, wo ich mich drauf gefreut habe, ist immer in dem Stadion der Einlauf vorm Spiel, wo man wirklich die Kulisse genießen kann. Und danach ist eigentlich Abschalten angesagt. Also man kriegt es natürlich mit, dass die Fans einen pushen, aber man versucht so viel wie möglich
auf dem Spielfeld davon abzuschotten und sich wirklich auf den Gegner zu konzentrieren. Und man hat so seine Keys, die man sich über die Woche zum Gegner ausgesucht hat und geguckt hat und versucht, die wiederzufinden, um halt im Spielfluss zu bleiben. Und für alle, die nicht dabei waren, nochmal eine kurze Zusammenfassung vom Spiel gegen Berlin. Rein mathematisch gesehen, wisst ihr ja, ne? 4x oder 3x 4 ist auch 10. Die Football-Mathematik. Ja, das ist die komische Mathematik. Rest 2, sagt man dann immer noch. Jetzt kriegt den Ball Sean Richard und der läuft in die Endzone zum Touchdown für die Rebels. Schöner Drive, den wir hier gesehen haben. Ja, sehr solider Drive, keine Strafen. Einfach das gespielt, was die Rebels am besten können. Und das von der eigenen 25-Yard-Linie bis in die Endzone. Und die Monarchs hatten irgendwie nicht so recht im Mittel. Zwei Receiver rechts, einer links. Robinson geht selbst. Kommt nach vorne, das müsste gereicht haben zum Touchdown. 4-3-Yard-Lauf von Terrell Robinson. Ein extra Punkt haben die Monarchs geblockt. Gregor Lietzau, die 81, ist auch der Holder. Ja, stimmt, wir hatten vorhin einen extra Punkt, der geblockt wurde. Das lag also nicht am Kicker. Aber der sieht gut aus. Ja, doch, ja. Geht durch. Hat zwar den Drang nach links, aber ist gut. 30 hat Field Goal. Damit 3 Punkte obendrauf und die Rebels führen 16-0. Hier sehen wir es nochmal, es war knapp. Jamari Milliken war da außen rumgekommen, aber alles gut gegangen. Robinson, diesmal wird es wieder der Lauf und diesmal hat er wieder viel Platz und den Weg in Richtung Endzone. Jawohl, das ist der Touchdown. Ja, das kriegen sie nicht unter Kontrolle. Insbesondere das Laufspiel des Quarterbacks. Jetzt zwei Tight Ends da an der Linie aufgestellt und dann machen sie den Lauf in die Endzone. Jetzt muss ich nochmal gucken, wer es dann war zum Schluss. Ja, scheint immer noch kein Touchdown zu sein. Nee, stimmt. Kein Zeichen der Schiedsrichter. Kann natürlich noch kommen, jetzt kommt's. Aber wer war's? Ja, ich denke mal, es war wieder der Quarterback selbst, oder? Wir gucken mal, ob wir das in der Zeitlupe auflösen können. Die waren sie so nah noch nicht dran heute in Zone des Gegners. Ich muss mal ja auch mal ist das jetzt aus meiner Sicht der Höhepunkt des Spiels. Ja. Vierter Versuch und zwei sozusagen im Goal-to-Go-Modus. Aber Mitchell Page macht den Touchdown. Okay. Wenigstens die Null abgebannt. Kommen wir zu dem Spiel gegen die Rebels. Wie erklärt man so eine deutliche Niederlage, nachdem ja vorher es ja doch sehr gut lief und ja auch auf dem Papier damit so überhaupt nicht zu rechnen war? Also dem würde ich ganz klar widersprechen. Also wir sind in das Rebels-Spiel reingegangen, wir waren 4-0 und die waren 4-1. Insofern sind die ein sehr gutes Team. Ich glaube, das vergisst man einfach. Ich will nicht sagen, das war für die denn ihr Super Bowl, aber die wollen, natürlich wollen sie Potsdam schlagen und sowas, aber die haben, ich glaube, hast du schon jemals gegen die Rebels verloren? Wahrscheinlich nicht, ne? Und das ist halt was für die ein ganz anderes Spiel. Und für uns war es einfach, wir sind hochgefahren, war alles okay und so, aber es war halt nichts Besonderes. Es war nichts Besonderes, es war halt die Rebels und ich habe da sicher das auch unterschätzt, dass ich nicht mehr gepusht habe, mehr gesagt habe, wie schwer das wird und so. Und die sind auch rausgekommen, haben Plays gemacht, wir haben keine Plays gemacht und auf einmal ging irgendwie gar nichts. Und wir lagen ja nur 13-0 hinten zur Halbzeit, aber es hat irgendwie der Glaube, man hat es nicht so in den Augen gesehen, wir können heute gewinnen. Mhm. Und so, wir wollen gewinnen. Und ich glaube, wir haben halt die ganze Zeit, bei jedem Spielzug haben die Leute gemerkt, wow, die sind gut, das tut weh, die hitten und das ist gerade darauf, waren wir mental nicht eingestellt. Ich glaube, das ist das größte Problem. Sind die gut? Die sind ein sehr, sehr gutes Team. Sind die besser als wir? Werden wir im Rückspiel sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, natürlich haben sie ein paar gute Spieler. Wir haben auch ein paar gute Spieler. So, ich glaube, das ist alles ziemlich average oder gleichmäßig so, wie wir sind. Aber da sieht man halt, bei so Spielen macht es dann aus, wie die Einstellung ist und wie ready die Leute sind. Und deshalb muss ich ganz ehrlich mir selber ankreiden, ich habe es nicht geschafft, euch dorthin zu bringen, dass wir ready sind.
um da richtig zu spielen und zu zeigen, was geht. Das wird zum Beispiel, wenn man das Spiel im vierten Viertel mit einem Viergoal verliert, dann ist das was ganz anderes, wie wenn man so zurückfährt und einfach sagt, war nicht da, war total nicht da. Wie kann man sich so eine Halbzeitansprache von dir vorstellen, gerade nach so einer ersten Halbzeit wie in Berlin? Ich glaube, da war ich noch relativ ruhig oder so irgendwie. Ne? Oder nicht negativ, sondern eher so, das war ja auch schon im Potsdam-Spiel, eher so zurückzukommen. Als ich hier angekommen bin, hatten wir unser Team-Meeting und da habe ich über ein paar Sachen gesprochen. Die Nummer 1, die weiße Nummer 1, die wir in der 2018 haben, sieht man das? Nee, ist hier gerade nicht, aber die wollen wir irgendwie übers Jahr hinweg Gold anmalen. Und one step at a time, one game at a time, und one play at a time, one rep at a time. Und das war genau dasselbe, wie ich da wieder gesagt habe. Wir müssen den nächsten Spielzug, wir können nicht dran denken, das Spiel eben sobald nach rauskommen aus der Halbzeit zu gewinnen. Wir müssen erstmal den ersten Spielzug gewinnen und dann müssen wir den nächsten Spielzug gewinnen und so uns wieder langsam ranarbeiten. Immer auf das berufen, was für mich wichtig ist, dass wir nicht vorausdenken. Das ist genau dasselbe. Wir denken jetzt an Hildesheim, nicht an das Rückspiel von Kiel, sondern ein Spiel nach dem anderen. Genau dasselbe ist in der Halbzeit auch. Und ich hatte da zum Beispiel auch nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt rumschreie und die Leute anmache oder so, dass das eine Wirkung bringt. Wir müssen eher Vertrauen finden, zueinander finden. Und wir haben defensively haben auch Stops hingekriegt, offensively hat einen Ball, hat Drives hingekriegt, wir haben gezeigt, dass wir was konnten, aber die haben ein paar Plays gemacht, wo wir keine gemacht haben. Eine weitere Frage von den Fans war, die Achse Trent Noble und Mitchell Page funktioniert ja bereits sehr gut. Mhm. Es entsteht aber der Eindruck, dass es mit den anderen Passempfängern teilweise noch nicht so ganz klickt. Täuscht das oder... Ja, schon, täuscht schon. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Chris Genau spielt jetzt seine zweite Saison hier bei uns. Hat letztes Jahr war er noch nicht Starter, hat letztes Jahr auch ein paar Spiele ausgesetzt. Das ist jetzt sein erstes Jahr als Starter. Der muss noch einiges lernen. Hat auch eine sehr, sehr steile Learning Curve, wird immer besser, war heute zum Beispiel auch wieder da beim International Practice. Und das ist was, wo er was lernen muss, das hat sicher nichts mit Trenton zu tun, sondern wo Chris sich verbessern muss. Brees ist genau dasselbe, erstes Jahr GFL, das ist anders als das, was er bisher gespielt hat. Und gegen schwere Gegner muss man halt Sachen, Routen besser laufen, genau laufen und das fehlt noch. Wir haben ja letztes Jahr 3 Starting Receivers verloren. Dadurch ist Mike auf Outside Receiver gekommen. Das hat er noch nie gemacht. Das ist auch wieder was er lernen muss, wo er besser werden muss und so. Und ich glaube, da wird das immer besser, die Abstimmung, aber das braucht eine Weile. Wenn man jetzt die Interceptions sieht, viele Leute, oder oft denkt man, es ist ja immer beim Football so. Immer wenn man ein Spiel gewinnt, war der Quarterback super und der Headcoach war klasse. Und wenn man ein Spiel verliert, war der Quarterback Schrott und der Headcoach hat sowieso keine Ahnung. Die beiden sind es ja immer. Das ist ja klar. Damit müssen wir leben. Das ist okay. Aber das ist dasselbe bei der Interception. Bei der Interception sagt man immer, warum wirft der Quarterback dorthin? Naja, vielleicht wirft er dorthin, weil der Receiver die falsche Route oder wirft eine Interception, weil der Receiver eine falsche Route gelaufen hat. Tipped Ball. Eigentlich hat er den fangen müssen oder so. Das führt dann zu Interceptions. Natürlich hat Trent auch 1-2 Fehler gemacht, aber das hat jeder gemacht. Wir haben auch defensively nicht alle Tackles gemacht. Ich glaube, das wird immer besser. Und was man nicht unterschätzen darf, wie hart die Jungs dran arbeiten, an der Abstimmung. Und auch gestern im Training hat man wieder gemerkt, wie serious die sind, wie die das... Das machen sie nicht absichtlich. Das ist ja immer das, was man nicht vergessen darf. Ne? Kein Quarterback sagt, so, jetzt werfe ich mal eine Interception. Da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf. Ne? Super, ja, das macht ja keiner. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das alles hinhaut und dass die sich auch untereinander verstehen. Und was da auch gut ist, die pushen sich auch gegenseitig, dass sie besser werden. Und das ist das, was wir sehen wollen, die Entwicklung, dass das alles besser zusammenspielt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Es gab gegen Ende des Spiels eine Szene, in der du auf dem Feld sehr lange mit dem Schiedsrichter diskutiert hast. Worum ging es denn da? Na, ich wollte wissen, was für Cocktails wir nach dem Spiel eigentlich zusammen trinken wollen. Darum ging es eigentlich. Nee, es war eine Entscheidung vom Schiedsrichter, die kann ich ganz, ganz klar erklären. Es war Second, die hat eine Strafe gekriegt.
es wäre, wir hätten die Entscheidung gehabt, nehmen wir die Strafe an, ist es third and four oder third and goal von der 4-Yard-Line oder lehnen wir die Strafe ab, second and nine, second and goal von der 9-Yard-Line. Wir wurden nicht gefragt. Das hat mich gestört, weil ich mir überlegt habe, will ich lieber second down oder will ich third down? Darüber haben wir diskutiert und das haben wir dann auch abgeschlossen. Und dann im Spielzug drauf haben wir eben Holding gekriegt. Und darum ging es mir gerade um die Situation. Third and four, klar haben wir zwei Downs, um Touchdown zu machen. Aber von second and nine haben wir nochmal drei Downs. Wenn da eine Strafe passiert, ist nochmal was in der Hinterhand, was wir machen können. Und das war eigentlich die Diskussionsbasis, was wir da besprechen wollten. Daniel. Ja, wie beurteilst du selbst die Leistungen im Spiel? Also war es so deutlich, wie es das Ergebnis sagt? Oder Jetzt bezogen auf das Rebels Game. Genau, wir sind in Berlin. Ja, also ich denke, so deutlich war es von den Leistungen her, fand ich nicht, wenn man... Das waren halt wirklich beim Rebels-Spiel so viele Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben. Wenn man mit jeder Positionsgruppe gesprochen hat und so, dann hat keiner irgendwie gesagt, oh ja, von dem werde ich irgendwie dominiert oder brauche ich irgendwie Hilfe oder irgendwie ist die Positionsgruppe besonders stark und wir müssen mal gucken, wie wir auf die reagieren. Also eigentlich hat jeder gut seinen Job machen können und es waren wirklich Kleinigkeiten. Ich kann jetzt bloß aus der Defense sprechen. Das war ziemlich selten der Fall, dass wir irgendwie nicht an den Stellen waren, wo wir hätten sein sollen. Wir haben einfach bloß nicht abgeschlossen. Also es gibt halt so viele Szenen in dem Spiel, wo der Running Back / Receiver 6 Tackles bricht. Das ist dann nicht akzeptabel. Wir haben unsere Fits gehabt, wir haben unsere Run-Fits gehabt, die Pässe waren gecovert. Nur wenn wir danach nicht tackeln, dann bringt uns das beste Defense-System nicht. Also das ist so von der Defense-Seite meine Einschätzung. Also es waren wirklich ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die dann wirklich dazu geführt haben, dass die Punkte bei den Rebels aufs Board kamen und nicht bei uns. Also wirst du jetzt nicht sagen, dass es einen irgendwie entscheidenden Faktor gab, in dem die Rebels besser waren, sondern es waren eben diese ganzen Kleinigkeiten? Ja, also genau das würde ich sagen. Der eine entscheidende Faktor, denke ich, war Attitude von Rebels. Das hat Coach auch schon gesagt, das war einfach, man hat halt gedacht, gut, man fährt zu den Rebels und spielt halt seinen Stiefel runter und genau das haben die Rebels genutzt. Die waren hyped, die waren on fire, wie immer, das weiß man auch. Und diesmal hat man sich da nicht anstecken können und hat dann halt durch kleine Unkonzentriertheiten das Spiel abgegeben und leider so deutlich, ja. Mhm. Und wenn man in so einem Spiel drin bist, oder wenn du in so einem Spiel drin bist, gibt es dann so irgendeinen Punkt, an dem du sagst, oder an dem du das Spiel abhakst, oder an dem du, oder denkst du auch schon während des Spiels an den direkten Vergleich, oder denkt man einfach während des Spiels die ganze Zeit so, okay, weitermachen, weiter das Beste geben? Genau, also definitiv denkt man da, man hakt vielleicht dann ab, wenn man wirklich sieht, okay, die Zeit reicht jetzt einfach wirklich nicht mehr aus, um da irgendwas rauszuholen, aber selbst dann würde man nicht noch zusätzlich Punkte abgeben wollen. Also man versucht halt wirklich von Play zu Play das Ganze zu stoppen und man hat halt jedes Play die Chance, die Offense wieder aufs Feld zurückzuholen. Man hat jedes Play die Chance, den Gegner zu stoppen und sie nicht vorwärts bewegen zu lassen. Und genau das ist der Gedanke. Also da denke ich ganz, ganz wenig an den Ausgang. Wir kriegen das Play rein, beziehungsweise wir kriegen die Coverage rein. Und das, was ich denke, ist, ich sehe halt das, was vor mir steht und überlege halt, okay, Run könnte da und da und dahin gehen, Pass könnte das und das sein. Und dann, dass ich ungefähr weiß, wo ich mich für dieses eine Play einordnen muss. Und viel, viel weiter reicht dann mein Horizont in der Situation nicht. Jetzt ist ja auch schon eine gewisse Zeit vergangen seit dem Spiel, ein paar Tage, ne? Wie ist jetzt die Stimmung in der Mannschaft? Hattet ihr auch schon wieder Training? Also ist da irgendwie noch geknickte Stimmung oder denkt man einfach schon wieder voller positiver Energie ans nächste Spiel? Ich denke Vollgas. Also von sowas kann man sich nicht runterziehen lassen und darf man noch nicht. Also das Ding ist halt wirklich abgehakt. Wir haben Spiele vor uns, die wir gewinnen müssen, die wir gewinnen wollen. Rebels ist erst irgendwann im August wieder ein Thema und jetzt ist Hildesheim voller Fokus. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank fürs Beantworten der Fragen. Das war's mit der ersten Folge von Monax TV. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen
und über eure neuen Fragen. Und wir sehen uns Samstag gegen Hildesheim.